Die Behandlung des Schnupfens zielt auf eine symptomatische Therapie hin. Das heißt, es wird nicht die Krankheit als solches, sondern nur die Krankheitszeichen behandelt. Eine ursächliche Behandlung gegen den Schnupfen gibt es nicht. Es wird zwar in Deutschland sehr häufig Antibiotika zum Einsatz gebracht, aber Antibiotika wirken gegen Bakterien und nicht gegen Viren. Aber eine Erkältungskrankheit ist eine Viruserkrankung, sodass eine Antibiotikabehandlung nicht sinnvoll ist. Eine symptomatische Behandlung zielt gegen die Beschwerden der Nase. Insbesondere kommen Medikamente wie abschwellende Nasensprays zum Einsatz. Ziel dieser Behandlung ist es zum Beispiel, sekretlösend zu wirken, aber auch gegen die chronische Nasenatmungsbehinderung während des Schnupfens einzuwirken. Sinnvoll ist sicherlich auch die Verhinderung einer begleitenden Nasennebenhöhlenentzündung, der Sinusitis, wie auch einer möglichen Mittelohrbeteiligung vorzubeugen. Auch das erreichen solche abschwellenden Nasensprays. Weitere Möglichkeiten der Behandlung sind zum Beispiel Präparate mit Cineol, was aus den Eukalyptusblättern gewonnen wird, die ebenfalls eine antientzündliche Wirkung haben, aber auch eine schleimlösende Wirkung besitzen. Auch die werden bei der symptomorientierten Behandlung der Erkältung eingesetzt.